Und im Studio begrüße ich nun den Wiener Erzbischof, Kardinal Christoph Schönborn. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Kardinal, der Amazonas und das Waldviertel sind vergleichbar, sagt Theologe Paul Zuhlin im Beitrag. Wird es vielleicht auch im Waldviertel bald verheiratete Priester geben? Der Vergleich ist wirklich an den Haaren herbeigezogen. Das Amazonasgebiet ist so groß wie ganz Europa, inklusive Russland, bis zum Ural. Ich glaube, das ist ein bisschen größer als das Waldviertel. Die Entfernungen im Amazonas sind absolut nicht zu vergleichen mit denen im Waldviertel. Trotzdem habe ich für diesen Vorschlag gestimmt, bei der Synode dem Papst vorzuschlagen, dass in Einzelfällen Diakone, die sich im Leben bewährt haben, auch zu Priestern geweiht werden können für Amazonien. Aber gestatten Sie mir zu sagen, das ist nicht die zentrale Botschaft dieser Synode. Die ist viel ernster, viel dramatischer. Und ich bin schon eigentlich ein bisschen enttäuscht, auch dass Paul-Michael Zuhlin und andere nicht auf den Ernst dieser Situation eingehen. Denn Amazonien ist der Testfall für das Weltklima, ist der Testfall für die Zukunft der Welt. Der große Klimaexperte Schachenhuber aus Berlin hat uns auf der Synode gesagt, meine Herren, meine Damen und Herren, der Tod des Amazonaswaldes ist der Tod der Welt. Und er hat gesagt, ich übertreibe nicht, es ist so. Es ist eine ganz dramatische politische Entscheidung, die diese Synode in den Mittelpunkt gestellt hat. Auch wenn das Thema der verheirateten Priester, das ist wichtig. Aber das muss ich sagen, weil es wirklich ernst ist. Ein Bischof hat auf dieser Synode gesagt, ihr verlangt von uns, dass wir den Wald schützen. Aber ihr seid nicht bereit, in den reichen Ländern euren Lebensstil zu ändern. Aber die Zerstörung des Amazonaswaldes hat direkt zu tun mit unserem Lebensstil. Wenn hunderttausende Hektar Wald gerodet werden, um dort Soja anzubauen, und dieser Soja gebraucht wird für unseren Fleischkonsum, dann ist etwas an der Welt nicht in Ordnung. Und die Synode hat dringend aufgefordert, dass die politische Gemeinschaft, die Nationen, die Länder, die Gemeinschaft der Staaten etwas tun muss, um den Amazonaswald zu retten und dazu auch die finanziellen Mittel aufzubringen. Das ist eine Botschaft, die auf der Synode gesagt worden ist. Ich habe sie in den Medien bisher nicht gefunden. Weil es wahrscheinlich eine Aufgabe ist, die Politik lösen wird müssen und weniger die Kirche. Die Kirche muss sich aber ihren eigenen Themen stellen, nämlich zum Beispiel der Frage der möglicherweise verheirateten Priester, nicht nur im Amazonasgebiet, sondern auch woanders. Was wäre denn so schlimm daran, wenn ein verheirateter Mann in Schrems oder in Gmünd die heilige Messe liest? Da wäre gar nichts Schlimmes dran. Ich habe in meiner Verantwortung als Bischof, der zuständig ist auch für die katholischen Ostkirchen, 30 verheiratete Priester, die in Österreich tätig sind, unter meiner Verantwortung. Und das sind sehr gute Priester. Das ist nicht das Problem. Das Problem in dieser Amazonas-Synode ist, wie mit den indigenen Völkern umgegangen wird. Das wird auch verschwiegen. Das Thema, die Rettung der indigenen Völker, der Eingeborenen, die durch Jahrhunderte dezimiert worden sind, die heute bedroht sind von einer brutalen Agroindustrie und von den Bodenschätzenextraktion und vertrieben werden, in ihrer Kultur zerstört werden. Das war eine der Kernbotschaften dieser Synode. Aber Herr Kardinal, bei allem Respekt, es gibt ja wohl Themen, die vor allem österreichische Gläubige besonders interessieren. Da gehört die Frage des Zölibats und des Zugangs zur Priesterweihe ganz sicherlich dazu. Und diese Fragen sind ja etwas, die viele Gläubige in Österreich beschäftigen. Und da stellt sich ja schon die Frage, warum kann die Kirche das akzeptieren in einem Bereich, wo sie sagt, okay, da haben wir Priestermangel, da haben wir Probleme und wir wollen, dass die Gläubigen einen Zugang haben zur Messe. Aber in anderen Bereichen wollen wir das nicht. Ist das eine reine Frage der Logistik, des Zugangs? Wie viele Priester habe ich dort? Das ist eine Frage der Logistik. Sie haben völlig recht. Ja? Wenn zum Beispiel 1200 Priester aus Kolumbien, ja, einem der Amazonasstaaten,
in Nordamerika und Kanada tätig sind, weil man dort mehr Geld verdient und nicht bereit sind, nach Amazonien zu gehen als Priester, ja, und dort den priesterlichen Dienst zu tun. Natürlich ist das sehr arm, sehr entbehrungsreich, aber ist das nicht die Berufung für einen Priester? Warum wachsen die Pfingstler so stark in dieser Region? Alle diese Fragen müssen wir uns stellen und nicht glauben, dass wir, wie das Professor Zulehner sagt, mit dem Amazonas-Schlüssel jetzt alle unsere Probleme lösen können. Wir haben im Vergleich zu Amazonien keinen dramatischen Priestermangel. Wir haben zu wenige Priester, wir haben aber auch zu wenige Gläubige. Denn eines müssen wir uns ehrlich sagen, als katholische Kirche, ja, es laufen uns die Gläubigen weg. Aber die Frage war ja, warum sperrt sich die katholische Kirche so dagegen, dass verheiratete Männer auch Priester werden können? Wenn das in Amazonien geht, warum geht das nicht in Europa auch? Warum soll es nicht in Europa gehen? Das ist eine Frage, über die man ehrlich diskutieren kann und diskutieren soll. Wären Sie dafür? Ich habe mich deutlich dafür ausgesprochen, dass wir auch verheiratete Priester brauchen. Aber wir brauchen auch den ehelosen Priester. Weil, das mag für viele unverständlich sein, aber die Lebensform, die ich gewählt habe, die habe ich freiwillig gewählt. Es hat mich niemand gezwungen, ehelos zu leben. Ich habe es freiwillig getan, weil ich dem Lebensmodell Jesu nachfolgen wollte. Aber Jesus hat ehelos gelebt. Und das ist für mich schon auch ein Modell, dem ich nachfolge. Natürlich frage ich mich oft, Jesus, wie hast du das gemacht? Du bist ja ein Mensch, du bist ein Mann. Du hast freiwillig auf die Familie verzichtet, um für die Menschen da zu sein. Das ist auch für mich heute noch ein Ideal. Aber der Zölibat in der katholischen Kirche ist ja nicht freiwillig, er ist verpflichtend für nein, alle. Nein, der ist, kein, Entschuldigung. Für alle Priester? Kann, für alle Priester ist er verpflichtend. So wie die Unauflöslichkeit der Ehe im katholischen Verständnis für jemanden, der geheiratet hat, verpflichtend ist. Genau, ja. Aber die Frage ist ja, ist dieser Zölibat nicht auch unter dem Gesichtspunkt der Missbrauchsskandale, die es in der katholischen Kirche gab, nicht auch ein Problem für die katholische Kirche? Ja, das ist und ein ist, Problem. Wäre ein Ende dieses verpflichtenden Zölibats nicht, eines Freiwilligens für die Priester, nicht auch ein wirksames Mittel, um diese Missbrauchsfälle zu bekämpfen? Die Missbrauchsfälle bekämpft man dadurch, dass man sehr viel strengere Maßstäbe anlegt bei der Priesterausbildung, bei der Auswahl der Kandidaten. Und da müssen wir lernen und haben auch gelernt. Die Zahl der Missbrauche sind in den letzten Jahren sehr stark zurückgegangen. Aber eines bleibt sicher, die ehelose Form des priesterlichen Dienstes bleibt das Grundmuster. Es wird sicher auch verheiratete Priester geben, so wie wir verheiratete Diakone haben, Familie und Beruf und einen kirchlichen Dienst. Auch und verheiratete dafür, Priester in dafür Europa. Dafür trete ich auch ein, habe ich mich auch deutlich dazu geäußert. Aber ich sage auch ganz deutlich, die Grundform des katholischen Priesters bleibt der Weg der ehelosen Nachfolge Jesu, so wie wir es selber gewählt haben, wie ich es gewählt habe als meine Berufung. Und ich lasse mir nicht gerne sagen, dass ich gezwungen worden bin. Ich habe ganz freiwillig diesen Weg gewählt und ich wusste, was ich wähle. Aber es gibt auch Studien, zum Beispiel der Deutschen Bischofskonferenz, die zeigen, dass der Zölibat mit ein Faktor sein kann, nicht alleinige, aber mit ein Faktor sein kann, der Missbrauch begünstigt. Und in der katholischen Kirche gibt es diese Missbrauchsfälle. Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen dem Zölibat und den Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche? Dann müssten Sie mir erklären, warum die weitaus überwiegende Zahl der Missbrauchsfälle in Deutschland und vermutlich auch in Österreich, Deutschland hat man genaue Statistiken, in Familien passieren, wo verheiratete Männer sind.
die Zahlen es gibt sind leider Missbrauch auf vielen Ebenen, aber diese eine Studie aus dem Jahr 2018 der Deutschen Bischofskonferenz kommt zu dem Urteil, dass die verheirateten Diakone, über die wir jetzt so viel gesprochen haben, tatsächlich weniger in Missbrauchsfälle verwickelt sind, als das geweihte Priester sind, die dem Zölibat unterliegen. Deswegen nochmal die Frage, ist der Zölibat ein begünstigender Faktor für Missbrauchsfälle in der Kirche? Der Zölibat ist nicht ein begünstigender Faktor, wie die Ehe nicht ein begünstigender Faktor ist, sondern es ist die Lebenseinstellung. Es kommt darauf an, wie du als Familienvater mit deinen Kindern umgehst. Es geht also darum, wie du als Priester, der du die Ehelosigkeit versprochen hast, mit diesem Versprechen umgehst. Und tatsächlich gibt es leider schweren Missbrauch von Seiten von Priestern, die aber ihr Versprechen nicht gelebt haben, wie es auch Familien gibt, in denen es Missbrauch gibt, die nicht getan haben, was ihr Versprechen ist und was ihre Aufgabe ist. Deshalb ist die Heilung nicht die Abschaffung des Zölibats, sondern eine klarere Orientierung auf das, wofür man sich entschieden hat, freiwillig. Die einen anderen Weg wählen, wählen freiwillig einen anderen Weg. Und ich hoffe auch, ich glaube auch, es wird eines Tages auch bei uns verheiratete Priester geben, so wie es heute verheiratete Diakone gibt. Ein zweites großes Thema bei dieser Synode war ja auch die Frage des Umgangs mit Frauen in der katholischen Kirche. Jetzt können Frauen in allen Bereichen dieses Landes Verantwortung übernehmen. Sie fliegen ins Weltall, sie führen Unternehmen, nur Priester werden dürfen sie nicht. Nicht einmal die Vorstufe des Priesters, nämlich den Diakon, können Sie nicht besetzen. Wie würden Sie das einem jungen Mädchen heute erklären? Diese Frage wird mir oft gestellt in Schulen, bei Schulbesuchen oder in Gesprächen mit jungen Menschen. Und die Frage ist schwierig. Ich gestehe, ich habe auch keine klare Lösung dafür. Die derzeitige Lehre der katholischen Kirche, auch der orthodoxen Kirchen, ist, dass der Priesterdienst und der Bischofsdienst Frauen, Männern vorbehalten ist. Das Diakonenamt hat es in der Kirche als Amt für Frauen gegeben. Und wir haben auf der Synode auch, ich habe auch dafür gestimmt, den Papst gebeten, diese Frage noch einmal weiter zu studieren und zu klären, weil diese Möglichkeit sicher nicht definitiv geklärt ist. Also da muss sich die Kirche noch weiterentwickeln? Sie wird sich weiterentwickeln. Mhm. Zwei ganz kurze, aktuellere Fragen habe ich. Sie haben mit Michael Kalubka jetzt ein neues Gegenüber in der evangelischen Kirche, der zu seinem Amtsantritt wieder einmal gefordert, dass man diese Karfreitagslösung vielleicht bei einer neuen Regierung noch mal überdenken möge und wieder einen wirklichen gesetzlichen Feiertag daraus mache. Schließen Sie sich seinem Appell an? Wir sind im Gespräch darüber. Ich glaube, das muss gut abgeklärt werden mit der Regierung, auch mit den Sozialpartnern, weil es sich um einen Feiertag handelt. Und ich glaube, wir sind im guten Gespräch darüber. Mhm. Sie werden im Jänner 75, Sie müssen dann laut Kirchenrecht dem Papst Ihren Rücktritt anbieten. Denken Sie, würde er ihn annehmen? Ich hoffe es. Ich glaube, 75 ist ein gutes Alter, um zurückzutreten vom Amt. Aber er entscheidet, ich habe auch mit ihm darüber gesprochen während der Synode, meine Bitte ist sehr klar, ich glaube 75 ist ein Alter, wo man so ein doch ein großes, gewichtiges Amt zurücklegen sollte, aber entscheiden muss er und ich werde natürlich das machen, was er entscheidet. Ich schätze ihn überaus und ich vertraue, dass wir eine Lösung finden werden, mit der ich leben kann. Sie haben im Jänner Geburtstag, das heißt im ersten Halbjahr 2020 könnte schon Ihr Rücktritt vonstatten gehen? Das muss er entscheiden. Herr Kardinal, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke sehr. Danke Ihnen sehr.